Wir sind hier in der Gezeitenhausklinik in Bonn-Bad Godesberg. Die Gezeitenhausklinik ist ein psychosomatisches Krankenhaus für Psychosomatik, Psychotherapie und traditionelle chinesische Medizin. Wir haben uns spezialisiert auf Krankheiten wie Depression, Ängste, Burnout, verschiedene Situationen, die im weitesten Sinne auch assoziiert mit Burnout auftreten. Unser Konzept ist darauf aufgebaut, dass wir hier Begegnungsmedizin machen. Wir wollen den Menschen genau kennenlernen und dann wollen wir das Passende tun. Burnout hat sowohl dann kardiale Risiken, als auch, wenn es unbehandelt ist, den Weg meistens weiter in eine schwere Depression. Wenn das Burnout noch nicht so sehr weit fortgeschritten ist, dann kann ich auf einige wichtige Anzeichen achten. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass ich kaum Pausen mache oder in den Pausen sogar telefoniere. Wenn ich nicht mehr delegiere, alles selber machen will, weil mir alles nicht gut genug ist und diese Dinge zusammenkommen, dann sollte ich unbedingt aufpassen. Die Schwierigkeit ist, wenn das Burnout fortgeschritten ist, dann täusche ich mich zunehmend selbst über meine Situation und komme in eine körperliche Angetriebenheit, dass ich einfach weitermache. Unser Problem heutzutage ist, dass wir die Bedingungen, die eine globalisierte Welt mit uns bringen, dass wir dafür als Mensch nicht trainiert sind, nicht vorbereitet sind und möglicherweise auch nicht vollständig geeignet sind. Im Buch spreche ich die Menschen an, die hoffentlich noch nicht in dieser schweren Sackgasse sind und wo es geht, noch auf eigene Faust oder mit ambulanter Therapie herauskommen.